Herzlich willkommen zum Abschluss des Let's Plays zu Pentiment und zur Einordnung im Kontext der historischen Linguistik, die ich versprochen hatte. Bevor ich damit aber starte, möchte ich ganz gern hinweisen und sehr gern hinweisen auf das Geschichtsfenster von André Perkun, der Pentiment vor dem Hintergrund seines historischen Detailwissens eingeordnet hat im Hinblick auf die Authentizität des Gezeigten im Spiel. Und er legt hier ganz verschiedene Schwerpunkte in seiner Detailkritik, die zum Nachschauen unbedingt empfohlen sei und die ich auch in der Beschreibung zu diesem Video verlinke, indem er zum Beispiel auf Kleidung, auf Ausstattung, auf bestimmte Berufsbiografien zum Beispiel auf die von Andreas Mahler eingeht. Das Ganze werde ich jetzt hier nicht wiederholen, sondern tatsächlich mich auf die Aspekte konzentrieren, die auch aus meiner Perspektive relevant sind. Denn neben der Detailkritik, die André Perkun anführt, stellt er auch ganz klar heraus, dass die ideengeschichtliche und die kulturgeschichtliche Einbindung der Handlung von Pentiment sehr bemerkenswert ist, im Sinne, dass sie die soziale Dynamik, die wir vom Übergang vom Spätmittelalter zur frühen Neuzeit beobachten, sehr, sehr gut in diesem Spiel eingefangen ist. Und dass man sieht, dass es unterschiedliche Akteurinnen und Akteure gibt, die mit einer unterschiedlichen Agenda operieren und so für bestimmte soziale Gruppierungen in dieser Zeit stehen können. Ich möchte mal zwei herausheben. Das ist auf der einen Seite Thomas, der den Alleindeutungsanspruch der römischen Kirche aufrecht erhält, selbst als die Reformation schon sich Bahn bricht, und wir werden davon ja Zeuge im Spiel. Und auf der anderen Seite Margarete, die eher kulturvergleichend offen unterschiedliche Wahrheiten präsentiert, während Thomas für die eine Wahrheit der christlichen Heilsgeschichte steht, ideologisch. Und dieses Mit- und Gegeneinander in der sozialen Dynamik einer kleinen Stadt- und Dorfgemeinschaft, die uns hier vorgestellt wird, fängt das Spiel ausgezeichnet ein. Wenn man das Ganze mit Lektüre unterfüttern will, seien immer noch die Studien und Arbeiten von Jacques Le Goff empfohlen. Und zum anderen, das hatte ich schon zwei, dreimal genannt, der Name der Rose von Umberto Eco. Warum? Weil natürlich auch das fiktive Auseinandersetzungen sind, also der Name der Rose ist eine fiktive Auseinandersetzung mit der Welt des Skriptoriums, könnte man sagen, die faktisch die Möglichkeiten und Grenzen dieser klösterlichen Lebensumwelt durchdeklinieren und so einen unglaublich guten Eindruck davon vermitteln, wie man sich ein Skriptorium zu einer bestimmten historischen Zeit vorstellen kann. Und um diese Vermittlung des Eindrucks, also das Teilhaben an einer Gemeinschaft, die unter bestimmten Bedingungen lebt, arbeitet und stirbt, das ist etwas, das Pentiment hervorragend aus meiner Sicht leistet. Wenn es auf diese kulturgeschichtliche Ebene abzielt, also das heißt, wenn man Sprachgeschichte oder historische Linguistik als Teil einer Kulturgeschichte begreift, dann glaube ich, kann man Pentiment empfehlen. Pentiment kann man hingegen nicht empfehlen für die Klassifikation und die Entwicklung historischer Typografie, denn Pentiment ist ein Spiel. Und das bedeutet, dass es bestimmte Semiotiken benutzt, um die Funktionalität dieses Spielens umzusetzen. Und der Eigencharakteristik eines Spiels und der Eigengesetzlichkeit eines Spiels gerecht werden zu können. Es geht also bei den Schriftarten, die zum Beispiel Jennifer Schild auf Language at Play beschreibt, den Artikel springe ich jetzt, auf den Artikel springe ich jetzt gleich, illustriert worden von ihr, dass man tatsächlich diese Schriftarten, gehe jetzt mal ganz kurz hier drauf, natürlich im Rahmen dieses Spiels betrachten muss und im Rahmen der Möglichkeiten des Spiels betrachten muss. André Perkun weist zu Recht darauf hin, dass der Druckertyp hier eine Antiqua ist, die
gerade für den Druck eben nicht typisch war, da sich da in Fraktur gedruckt wurde, und die orientiert sich wiederum an der gotischen Schreibtradition des Klosters. Mit anderen Worten, man kann hier nichts darüber lernen, wie bestimmte Schriftarten sich entwickelt haben über die Handschrift in den Druck. Das ist aber auch nicht Anliegen des Spiels, sondern die zweite hier eingezogene Semiotik ist nämlich die, dass über die Schriftarten bestimmte Bildungsstände transportiert werden, darüber Dialogizität in die Schriftlichkeit transportiert wird und man durch das Nach- und Nachrealisieren der Schreibung, und man hat auch das Schreibgeräusch inklusive der Korrektur, sieht, wie stark sich das Spiel mit Handschriftlichkeit identifiziert. Also das heißt, es ist ein Signum dieses Spiels. Noch einmal sei hingewiesen darauf, auf diese unterschiedlichen Semiotiken von Typografie. Wer sich damit auseinandersetzen will, dem sei wirklich empfohlen, sich mit den Arbeiten von Jürgen Spitzmüller auseinanderzusetzen. Hier exemplarisch in der Einführung in die Schriftlinguistik, herausgegeben von Christa Dürscheid. Das ist wirklich lesenswert, denn er zeigt, welche sozialen Bedeutungen und Konventionen mit der Verwendung bestimmter Typen in Verbindung stehen, und dass wir als LinguistInnen uns mit diesem Thema und mit dieser speziellen Bedeutung von Schriftlichkeit zu beschäftigen und zu befassen haben. Ganz anders hingegen sieht es aus mit den Artefakten, die im Spiel selbst aufscheinen, und ich hatte hier mir zum Beispiel die Personennamen angeschaut, also das heißt die Nachnamen aus Berufsbezeichnungen, speziell für den Gärtner und den Fleischhauer, und die Berufsbezeichnungen oder die Namenbezeichnungen aus den zugewiesenen Eigenschaften, die eine Person trägt. Das war hier für uns der Arzt Werner Stolz, die man sehr gut recherchieren kann über das digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands, DFD. Auch das verlinke ich alles nochmal in der Beschreibung unter diesem Video. Interessanterweise war es so, dass wir hier mit den sprechenden Namen, die im Spiel verwendet werden, eher den rhein-main-fränkischen und ostmitteldeutschen Raum ansprechen. Also der ostmitteldeutsche Raum, der auch für die Reformation von zentraler Bedeutung ist und eben nicht uns im oberdeutschen Raum bewegen. Das ist aber nur eine kleine Manöverkritik, denn tatsächlich gelingt es dem Spiel, über die Verwendung von sprechenden Personennachnamen das soziale Miteinander und das soziale Gefüge dieser Stadt noch viel stärker und einprägsamer darzustellen, als wir das als wenn wir das mit generischen Namen hätten, die eben diese Bedeutung eben nicht mehr anzeigen. Der Gärtner oder die Familie der Gärtners ist arm, sie besitzt kein Land, und wird auch in der Ausstattung, selbst wenn die, wie André Perkun gezeigt hat, nicht historisch zwingend adäquat ist, deutlich hinter den anderen, hinter die anderen Mitglieder der Dorf- und Stadtgemeinschaft gesetzt. Eine zweite Gruppe von Namen, die wir uns gar nicht angeschaut haben, sind oder nicht im Detail angeschaut haben, aber was ab und zu mal durchblitzte, war natürlich die Vornamen, die in der klösterlichen Gemeinschaft getragen werden, die diese klösterlichen Gemeinschaften als internationale Gemeinschaften anzeigen. Und auch das ist ein wesentliches Signum dieser Epoche und dieser Kultur. Wenn man ein Stück weitergeht und sich überlegt, welche Teile denn aber dann für die historische Linguistik interessant sind, dann möchte ich zunächst erstmal ein Lied einspielen, und zwar zunächst Sic Arsit Historia Circis. So wird es im Spiel tatsächlich eingeführt und vorgestellt und ist auch in dem offiziellen Soundtrack zum Spiel erhältlich. Das, was Sie hier hören, ist ein Lied aus dem Lochheimer Liederbuch. Und zwar Elend, du hast umfangen mich. Das ist tatsächlich ein Text, das zeige ich Ihnen hier, der 1867 von Friedrich Wilhelm Arnold erstmals in den Jahrbüchern für musikalische Wissenschaft veröffentlicht worden ist. Und wir haben hier tatsächlich eine historische Sprachstufe vor uns, die man möglicherweise noch versteht, und die
in der Grafie ihre oberdeutsche Herkunft anzeigt. Wir haben ein paar Elemente, die noch auf das Mittelhochdeutsch zurückweisen, zum Beispiel zwar in der ersten Strophe für Zerwar und anderes, auf das ich jetzt nicht eingehe, aber man kann faktisch im Spiel dieses Lied als Beispiel dafür nehmen, dass historische Sprachstände des Deutschen mittransportiert werden und auch im Spiel ihren Platz haben. Und zwar hier an einer sehr, sehr schönen Stelle, an einer Schlüsselstelle, in der Magdalene das erste Mal, Entschuldigung, jetzt habe ich es weggeklickt, das erste Mal in der Abtei ist, als erwachsene Person, nachdem sie die Abtei nie besucht hat, da sie als kleines Kind nur den Brand miterlebte. Also Alan, du hast empfangen mich als ein Beispiel für ein Dokument historischer Sprachstufen in diesem Lied. Die dritte Strophe, in der es nicht vertont, die ist vielleicht für das Spiel auch ein bisschen zu saftig. Nichtsdestotrotz möchte ich darauf hinweisen und das hier nochmal explizit erwähnen. Ein anderes Lied, das auf Deutsch gesungen wird, ist, und ich springe mal gleich dahin, der Abschluss, den man bei der Enthüllung des Wandgemäldes sieht, und zwar Ein Traum. Sie haben sich vielleicht beim Spielen gewundert, dass Sie erstaunlich viel von diesem Text verstehen. Und das hat nicht unwesentlich damit zu tun, dass wir hier eben keinen Text aus der Mitte des 15. Jahrhunderts vor uns sehen, so wie bei Alan, du hast empfangen mich, sondern einen Text, der wesentlich jünger ist. Und es handelt sich dabei um Heinrich Heines, ich hatte einst ein schönes Vaterland aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Ist entstanden, während er kurz vorher ins Exil nach Frankreich gegangen ist. Wie Sie vielleicht alle wissen, ist Heinrich Heine jetzt nicht sonderlich dafür bekannt, unironische Texte zu schreiben. Und man darf hier tatsächlich eine Ambivalenz wahrnehmen zwischen der ersten Strophe, die den Eichenbaum als Signum Deutschlands ausstellen, und der zweiten Strophe, in der es um das schön klingende Ich liebe dich geht. Was mir erst im Nachhinein klar geworden ist, und deswegen ist vielleicht auch diese Szene für die Auseinandersetzung, nicht vielleicht der historischen Linguistik, aber der Linguistik generell interessant, ist, dass wir ausgerechnet in den Liedern einen Rückgriff haben auf die Geschichte des Deutschen und auch natürlich den Fortgang zeigen, also vom 15. ins 19. Jahrhundert. Sondern dass auch zentrale Elemente des Spiels in diesem Lied wieder aufgenommen worden sind. Ich zeige Ihnen nur mal ein paar. Es ist der Eichenbaum, an dem Magdalene und Gertrude am Schluss Galläpfel sammeln, der die ganze Zeit monumental in der Mitte dieser Gemeinschaft steht und um den der ganze Wahnsinn kreist. Das ist das eine. Das zweite ist, sind die Veilchen. Ich habe bis jetzt noch nicht das Rätsel gelöst und das Spiel wird mir da auch keine Lösungen bieten, woher die violette Tinte kommt. Aber wissen Sie, was man aus Veilchen herstellen kann? Violette Tinte. Das zweite ist natürlich, und darauf spielt das Lied an, dass man in der zweiten Strophe mehrfach auf das Deutsche hingewiesen wird. Und man darf davon ausgehen, dass es auch ein internationales Publikum gut versteht, ohne den Text dahinter tatsächlich zu verstehen, aber dass man das wahrnimmt und hervorhebt. Auf eines möchte ich ganz zum Schluss hinaus, unabhängig davon, auf das Ich liebe dich, das ich zumindest in Verbindung gebracht habe, zu Andreas Mahlers Sohn August, sondern vor allen Dingen den Traum. Den Traum, den Andreas Mahler träumt und der als Strukturelement auch über das Labyrinth seine Innenwelt und das Spiel mannigfach verknüpft und ihm zum Schluss zum Verhängnis wird. Also nicht zum Verhängnis, aber zum Gefängnis wird. Und
Das ist etwas, das hier in diesem Text natürlich auch angedeutet und zweifach zitiert wird. Ja, es war ein Traum und es war ein Traum. Und wie synergetisch dieses Lied am Schluss wesentliche Kerngedanken des Spiels zusammenzieht, ist natürlich erst einmal interpretative Leistung. Auf der anderen Seite zeigt es auch die Einfallmöglichkeiten für die linguistische Auseinandersetzung zum Zusammenhang Sprache, Spiel und Lied. Und ich bin mir nicht sicher, ob das oft gelingt in Spielen oder in verschiedenen Medien, dass man diesen Zusammenhang so deutlich vor Augen gestellt sieht. Ja, wenn ich also ein Fazit wagen soll, was Pentiment für Vermittlungskontexte sein kann, dann würde ich die Linie von André Perkun aufnehmen und sagen, es sind nicht die Details, es sind nicht die linguistischen Besonderheiten, die eine Rolle spielen. Wir haben zum Beispiel ganz am Anfang mal einen Fluch gehört oder in den ersten 2 Minuten eine E-Apokurve gesehen, also den Wegfall der Schluss der unbetonten Nebensilbe am Ende eines Wortes, also Gnad statt Gnade. Das ist typischerweise im oberdeutschen Sprachraum um diese Zeit etabliert und weit verbreitet. Das, was wir zum Beispiel nicht gesehen haben, ist eine mehrfache Verneinung zur Verstärkung. Das finde ich total schade. Wäre dem Publikum, glaube ich, auch zumutbar gewesen, also in dem einen oder anderen Kontext. Und wenn man jetzt mal von dieser linguistischen, also sprachlichen Oberfläche absieht und die Lieder mal als 2 Höhepunkte für dieses Spiel markiert. Ach, das Weihnachtslied habe ich vergessen. In Dulci Jubilo, na gut, das ist europäisch, wird in allen Sprachen gesungen. Schwamm drüber. Ist für die Auseinandersetzung hier ganz nett, aber natürlich spielt es für die linguistische Auseinandersetzung keine Rolle. Zumindest nicht in dem Kontext, dass man hier besondere sprachliche Formulierungen markierte, sondern vielleicht ist die kulturwissenschaftliche Perspektive das Entscheidende. Die Frage, wie also soziale Dynamiken eine ganze Gemeinschaft zerreißen können und wie schwer es ist, sie zusammenzubringen und zusammenzuhalten, wenn auch eine zentrale Perspektive auf Welt zerbricht. Wir haben das gesehen, dass die Figuren sich im Spiel immer wieder, egal wie schlimm die Lage ist, begrüßen und verabschieden mit einer Formel, Gott segne dich. Auch das gesprochene Gebet bei Tisch ist immer gleich. Und hier trifft sich die Gemeinschaft in einem sehr stabilen Weltbild und Wertehorizont. Und dieser zerbricht im Spiel in den Auseinandersetzungen und den sich anbahnenden Konfessionsauseinandersetzungen zwischen katholischer und evangelischer Kirche. Oder den evangelischen Kirchen, muss man ja sagen. Und diese Beobachtung, dass man faktisch über rituelle Gebräuche, sprachliche Strukturen, sprachliche Formulierungen und sowas immer wieder auch Differenzen und Auseinandersetzungen einhegen kann, ist ein wesentliches Charakteristikum dieses Spiels. Zum Zweiten, dass es vor Augen führt, wie in unterschiedlichen Kulturen Sedimente übereinander gelagert werden und Geschichten miteinander versponnen und verwoben werden. Wir hatten hier eine vorrömisch-heidnische Kultur, die mit einer römisch-heidnischen Kultur verbunden werden, in die dann das Christentum Einzug hält und bis hin zu einer erneuten christlichen Besiedlung nach Abzug der Römer. Das ist eine typische Entwicklung einer mittelalterlichen Gesellschaft, in die wir uns hier hineingestellt sehen. Und wie diese Geschichten miteinander verwoben werden, welche kulturellen Artefakte hervorgebracht werden, was erhalten wird, was überarbeitet wird, was korrigiert wird und wie schlussendlich Thomas die Geschichte der Marienerscheinungen erzählt, in denen Maria 3-mal erschienen sei, um dem Bauern die Gründung einer Kirche mehr oder weniger anzuempfehlen.
Und dem Bischof dann das Labyrinth im Traum erscheint und so weiter und so fort. Also da sieht man, wie an Kultur gearbeitet wird, um sie unter verschiedenen Deutungsansprüche zu stellen. Und das ist die große Leistung dieses Spiels für Vermittlungskontexte. Es ist leider zu lang. 20 Stunden bekommen sie in der Schule nicht unter und auch in einem universitären Kontext nicht. Und so bleibt es, das Let's Play als Let's Play zu sehen. Das Spiel möglicherweise auch auf diese Art und Weise zu entdecken, wenn man selbst die Zeit nicht aufbringen kann, es zu spielen oder auch nicht die Möglichkeiten dazu hat. Also ein ganz tolles Erlebnis, das Pentiment hier beschert hat. Man ist nach solchen Spielen immer ein bisschen ratlos, wie man weitermacht. Ich habe noch keine gute Lösung und rechne damit, dass es eine ganze Weile dauern wird, bis ich wieder so einen Hochkaräter unter die Finger bekomme. Ich hoffe, Ihnen hat das Let's Play gefallen. Auch wenn natürlich das Vorlesen von Textwüsten jetzt nicht die ideale Form der Unterhaltung ist. Aber so ist es halt. Und so ist das Spiel und so präsentiert sich das Spiel seinem begeisterten Publikum. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Alexander Lasch, und mal schauen, was das nächste Spiel hier auf diesem Kanal sein wird.